So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier bei Colors of Entertainment. Heute mit der große Krieg der Planeten in ganzen zwei wunderschönen Covern. Der sympathische Trash-Klassiker aus Japan, die eigene Version von Star Wars nachstellte, also Krieg der Sterne. Denn hier haben wir nicht den, hier haben wir nicht den Krieg der Sterne, wir haben der große Krieg der Planeten. Das ist was ganz anderes. Ich mache das Ganze mal auf und entferne die Sticker dadurch. Komplett rückstandsfrei, wie ihr sehen könnt. Sehr schön geworden, richtig farbgeil. Es sieht richtig cool aus, wie so eine Art, fast schon wie so eine Art Spielzeugwerbung, was ja auch sehr gut passt in dem Film. Natürlich tolle Miniaturen verarbeitet, wie man das zum Beispiel aus den Godzilla-Filmen kennt und zerstört. Sieht sehr schön aus, wie ich hier finde, richtig kontrastreich und das ist, für mich ist das echt geil. Solche Filme, auf die stehe ich total. Kann man sich richtig gut reinziehen. Hier ist das schöne Spine mit dem Mediax-Logo und dem Colors of Entertainment-Logo, wie ihr sehen könnt. Ja, auch alles schön gearbeitet hier. Winkel stimmen, Ecken sind spitz, also gibt es nichts zu meckern. Beide limitiert hier auf 500 Stück. Ich habe hier nur mal 339, wie ihr das hier sehen könnt. Und ja, wunderschönes Cover. Backdesign auch hier, das zieht sich schön durch mit der Farbgebung. Und ich finde, das ist halt, hat was von so einer Retro-Spielzeugwerbung, dieses Cover, finde ich richtig schön. Hier mal wieder das Booklet. Seht ihr, zweite Welle, die ich gerade alle Teile vorstelle. Und hier haben wir die erste Welle bereits erhältlich. Und hier könnt ihr uns kontaktieren. Genau, und dann geht es weiter. Hier haben wir die Blu-ray von Mediax natürlich. Ab 12 Jahren freigegeben. Ja, das Film ist einfach ein einziges, charmantes Stück Filmgeschichte aus Japan. Wie gesagt, hier gibt es eine Bedrohung auf der Erde und es wird peinlichst daran gearbeitet, dass ein Raumschiff fertiggestellt wird, das irgendwie die letzte Hoffnung ist. Aber dann geht es natürlich noch weiter. Und ja, natürlich sehr coole Ideen verarbeitet, sehr sympathisch alles mit Miniaturen gedreht und ach, ich glaube. Also Leute, die diesen Film kaufen oder die den kennen, die wissen, was sie an dem Film haben. Natürlich ist das jetzt nichts für Mainstream-Schauer. Man muss da ein bisschen Liebe zum Detail haben, aber das ist hier wirklich gegeben und viel Spaß dabei auf jeden Fall, wer sich dafür entscheidet. Hier sehen wir auch eine schöne Szene aus dem Film. So einen coolen Anzug, fast wie Bruce Lee-Anzug. Ja, hier sehr schön. Sieht sogar fast aus wie die Helme hier bei Total Recall. Ja, und hier hat man noch ein schönes Abschlussbild. Dann packen wir das Ganze mal rein. Da zeige ich euch natürlich auch noch das B-Cover. Das ist ebenfalls limitiert auf 500 Stück. Hier könnte ich mich auch wirklich nicht entscheiden, weil ich finde beide irgendwie toll. Also das ist wirklich eine Frage von, ja, finde ich beide top. Hier hat man natürlich den Vorteil, hier hat man noch ein paar von den agierenden Darstellern mit drauf. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil. Aber hier hat man natürlich ein bisschen mehr Weltraum. Also ja, wie gesagt, da könnte ich mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich weiß, nee, kann ich nicht. Müsst ihr selber wissen. Diesmal. Hier haben wir den Unterschied. Natürlich haben wir den Titel ein bisschen angeordnet und in Weiß. Aber auch hier sehr schön kontrastreich und schön super gestaltet. Der Druck ist herrlich. Hier oben haben wir das Cover und das Mediax, Colors of Entertainment Logo. Und hier haben wir die Spine. Hier unterscheiden sich die beiden auch ein bisschen. Eben von der Farbgebung her, wie ihr sehen könnt. Und hier natürlich auch, die Titel sind ein bisschen anders angeordnet von drauf, aber man hat so einen ähnlichen Aufbau trotzdem. Hier finde ich auch cool, wie so ein altes Schiff hier, sogar mit Galeeren dran und so. Sehr cool. Ja, und hier auf der Rückseite schauen wir mal, ob das gleich ist. Ja, hier haben wir das gleiche Design, die gleichen Bilder. Und hier ebenfalls limitiert auf 500 Stück. Und hier haben wir Nummer 426, wie ihr das sehen könnt. Ja, die technischen Angaben, aber auch entferntes Sehen, Artwork-Galerie, deutscher Trailer, Kinovorschau und so weiter und so fort. Schauen wir das Ganze mal rein. Wie gehabt, der Flyer. Und hier ist natürlich das Gleiche drin, wie bei dem anderen auch. Sehr schön geworden. Der große Krieg der Planeten von Regisseur Jun Fukuda. Sehr schön. Der kann ich kaum warten, den habe ich, glaube ich, vor Jahren mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich gesehen habe. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall freue ich mich, den wiederzusehen. Und ja, entscheidet euch selbst. Ich finde beide Cover cool. Aber ich kann mich echt, da kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Beides top. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino. Und schaut mal bei uns rein. Vielleicht ist was für euch dabei. Macht's gut.